Hallo und herzlich willkommen, Kiria van de Kamp hier mit dem 13. und letzten Teil meiner Adventslesung von Gabriel Barelis Roman Honigmond, der überhaupt nicht in der Adventszeit spielt, aber das tut hier nichts zur Sache. Dies ist der allerletzte Teil. Schade, gell? Dann geht's zu Ende. Wo waren wir? Ich sitze da und schaue dem Kellner zu, wie er etwas Mineralwasser in mein Campari-Glas schüttet. Danke genug, sage ich an dem Punkt, an dem zweimal so viel Wasser wie Campari im Glas ist, und er geht wieder weg. Ich sitze da und blicke auf den Fluss, der immer noch so langsam und breit durch meine Stadt zieht, und muss lachen. Diese Nacht damals, vor 7 Jahren, war eine der traurigsten Nächte meines Lebens. So einfach kann man das sagen. Sie war die traurigste Nacht meines Lebens, weil ich den roten Faden zum Glück noch nie so zum Greifen nah gehabt hatte und weil er mir weggezogen wurde, ehe ich die Augen ganz offen hatte, um ihn wirklich zu erkennen. Jetzt bin ich 7 Jahre älter und einige Versuche, das Glück zu finden, weiter. Und so vieles hat sich verändert, dass man wirklich froh sein kann, dass der Campari noch immer so schmeckt, wie man es von ihm erwartet. Das ist ja der Sinn und das Geheimnis hinter den traditionellen Dingen auf diesem Erdball, dass sie einem zeigen, dass Ewigkeit möglich ist, wenn man nur Tag ein, Tag aus dieselben Zutaten verwendet, Tag ein, Tag aus dieselben Kräuter verarbeitet und ein Aperitif von Weltformat schmeckt heute genauso wie vor 7 Jahren. Und das ist ein kleiner Trost, eine kleine Konstante in dieser sich ununterbrochen verändernden Welt. Droht ein philosophischer Anfall? Nein, nur ein kleiner Hauch von Sentimentalität. Aber das wird doch am 20. August erlaubt sein, oder? Ich sitze da und habe alles so arrangiert, wie es damals war. Derselbe Tisch, derselbe Stuhl, derselbe Blick auf den Fluss. Alles ist so wie damals, an diesem unglaublichen Tag, an dem er in mein Leben getreten ist. Mein fliegender Holländer. Jesus, was war das damals für ein Fest? Jetzt kann ich darüber lachen. Damals dachte ich, die Welt öffnet ihren Rachen und verschlingt mich vom Erdboden. Gott sei Dank ist das nicht geschehen. Gott sei Dank überlebt man alles, wie meine Großmutter immer zu sagen pflegte. Was war das Gute an der Situation? Ich habe damals, als ich ihn verloren habe, keine Antwort gefunden. Es konnte keine Antwort darauf geben, solange ich bei jedem Mann, dem ich begegnete, nur sein Bild vor Augen hatte. Jeden Ton, jede Bewegung einer neuen Bewegung verglich ich mit ihm, mit seiner Art zu gehen und zu stehen, zu lachen und zu essen. Und diese ununterbrochenen Vergleiche hatten überhaupt nichts Schönes und Gutes an sich. Es war nur schmerzhaft. Schmerzhaft, in der Nacht aufzuwachen und seine Augen zu sehen, schmerzhaft sein Lachen zu hören, das im Raum lag, wenn irgendwo an einem Nebentisch gelacht wurde, wenn auf diese falsche gesellschaftliche Weise gelacht wurde, die so gar nichts mit seiner Art zu lachen zu tun hatte. Aber mit der Zeit begann dieser Vergleich zu dem zu werden, was das Gute an der Situation war. Langsam schweben zwei Möwen über den Fluss, suchen unvorsichtige Jungfische an der Oberfläche. Das Kaffeehaus ist sehr voll, und Gott sei Dank beginnen die ersten Gäste zu gehen und sich in irgendwelche Kinos oder Restaurants zu flüchten, so dass ich ungestört weiterträumen kann. Der Vergleich mit ihm war, wie gesagt, in den folgenden Jahren das Gute an der Situation. Bis zu seinem Erscheinen in meinem Leben hatte ich immer irgendetwas in Kauf genommen. Ich hatte in Kauf genommen, dass Ungenauigkeit und Lieblosigkeit überspielt wurden und dass ich mich damit abgefunden hatte, dass das Leben so ist, wie es ist. Das war der eine große Fehler meines Lebens gewesen. Der zweite Fehler waren meine Projektionen. Ich hatte bis zu seiner Landung an meiner Bucht immer einen Projektor eingeschaltet, mit dem ich die Bilder meiner Sehnsucht auf beliebige Personen werfen konnte, so lange, bis ich wirklich glaubte, dem Osterhasen gegenüberzustehen, obwohl doch nur ein Igel meinen Weg gekreuzt hatte. All das verschwand am Tag, an dem er aus meinem Leben verschwunden war. Ich sah alles klarer und deutlicher. Ich wusste, dass ich mich kurz
in eine Art zu gehen verliebt hatte, wenn ich mich kurz in eine Art zu gehen verliebt hatte, und machte nicht mehr daraus. Ich wusste, dass ein charmantes Gespräch bei einem Abendessen die Einleitung darstellte, mich ins Bett zu kriegen, und ich ließ mich auch kriegen, wenn ich es wollte. Aber ich fiel nicht mehr bereitwillig auf jede hübsch bemalte Fahne herein, mit der man mich in den Hangar lotsen wollte. Ich wurde nach den dunklen Wolken des Schmerzes wieder klar. Nein, ich wurde nicht wieder klar, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben klar geworden. Das ist die Wahrheit. Der Schmerz, der in mir tobte, war der Beginn einer langen Reise Richtung Wahrheit. Und das war das Gute an der Situation. Die Schärfung der Empfindungen und des Blickes hatte sich verändert. Wie oft kann man in seinem Leben lieben? Ich weiß es nicht. Wirklich nur einmal? Langsam beginne ich es zu glauben. Langsam glaube ich, dass er die Liebe meines Lebens war und dass ich ihn verloren habe, um zu erkennen, dass alles andere nur eine Illusion ist. Ich bin in keine Sackgasse mehr hineingelaufen seit jener Nacht, und das war auch ein gutes Ergebnis dieser Situation. Mein Gott, sie tun immer so verliebt und versprechen dir den Himmel auf Erden. Dabei geht es doch eigentlich nur ums Bumsen. Sind wir doch ehrlich. So ist es. Und wie schon früher erwähnt, ich bumse wirklich gerne. Und das kann man ja auch erleben, ohne gleich eine Wohnung einzurichten und gemeinsame Leasingraten für den Jaguar XJ6 zurückzuzahlen. Ich sei so unromantisch, haben mir in den letzten Jahren viele Männer gesagt. Ausgerechnet ich. Und unromantisch, dass ich nicht lache. Nur weil ich sehr schnell das Thema gewechselt habe, wenn ihre Stimme wie ein Cello zu klingen begonnen hat, bin ich doch nicht unromantisch. Im Gegenteil, ich habe wahrscheinlich das erlebt, was man Romantik nennt, und war seit damals einfach nicht mehr bereit, so zu tun, als ob. Ich wollte niemanden betrügen, indem ich auch »Ich liebe dich« geflüstert habe, mitten in der Nacht, wenn ich eigentlich nur nicht allein sein wollte und wenn er einen knackigen Hintern hatte. Nein, ich sage nicht, dass sie keine Empfindungen haben. Im Gegenteil, das Dumme ist nur, dass wir alle nicht gelernt haben, dass die Wahrheit viel schöner sein kann als die romantischste Lüge. Ich will meine wahren Gefühle und Sehnsüchte einfach nicht abnützen. Ich will den Satz »Ich liebe dich« nicht so oft aus meinem Mund fallen lassen, bis er so schäbig klingt wie Wahlversprechen von George Bush: »No new taxes«. Das ist alles. Wer das nicht achtet und mit der Wahrheit nicht glücklich sein kann, der tut mir leid. Ist es nicht viel schöner, wenn man zu einem Papierflieger Papierflieger sagt und nicht Concorde? Was ist das Ergebnis, wenn man sich selbst belügt und die Dinge schöner machen will, als sie sind? Das Ding stürzt schon nach 5 Metern ab und die Enttäuschung ist doppelt so groß. Wenn ich aber einen schönen Papierflieger habe, kann ich mich freuen, dass er tatsächlich 5 Meter weit geflogen ist und nicht schon nach 3,5 abstürzte wie der letzte. Aber was soll's? Wahrscheinlich will die Welt belogen werden. Ist nicht mein Problem. Und wenn ich so zurückschaue, war es immer noch besser, wenn jemand die Tür zu meiner Wohnung zugeworfen hat mit den Worten »Du eiskalte Hexe«, als breitbeinig vorm Fernseher zu sitzen und auf das Essen zu warten. Unsichtbare Gefahren sind die gefährlichsten und mit Unkraut zu vergleichen. Unbemerkt ranken sie sich hoch und können einen Baum erwürgen. Das Blatt von dem Kalender, auf dem dieser Spruch gestanden ist, habe ich mir aufgehoben und immer auf meinem Schreibtisch liegen. Ich bin stolz darauf, keine Kompromisse gemacht zu haben und so auszusehen wie, nein, ich will niemandem zu nahe treten. Aber es gibt zu viele, denen man ansieht, dass sie es zutiefst bereuen, nie die Kurve der Wahrheit genommen zu haben. Dann sitzen sie partnerschaftlich in irgendwelchen Restaurants und signalisieren nur mehr eines. Obwohl wir schon seit 17 Jahren zusammenleben müssen, handelt es sich dabei um den größten Irrtum unseres Lebens. Könnte bitte irgendjemand irgendwoher mit 20 Kilogramm TNT kommen und diese verfahrene Situation in die Luft sprengen, ja? Nein, solche Abende zu erleben, war nicht mein Lebensziel, und ich bin dem Wahnsinn Gott sei Dank oft genug von der Schaufel gesprungen. Ja, das bist du. Da war er wieder. Aufrecht saß er wie gewohnt schimmernd neben mir und beschützte mich. Hat nicht jeder Mensch einen Schutzengel, so wie du einer bist?
fragte ich ihn zum 100. Mal, seit wir einander kannten. Oh ja. Warum passiert dann so viel Missgeschick? Jeder Schmerz ist nur ein Zeichen dafür, dass man etwas falsch macht. Ja, aber warum muss man überhaupt so viel falsch machen? Warum rollt es nicht von Anfang an, so wie ein Rad? Das Rad deines Lebens musst du dir selbst bauen. Und wozu habe ich dich dann eigentlich? Ich kann nicht verhindern, dass du durch Schmerzen lernst. Ich bin nur bei dir, damit du nie die Hoffnung verlierst. Und du kannst nicht den kleinsten Umweg verhindern? Nein. Nicht einmal AIDS abschaffen? Ich hasse diese Gummis. In der Apotheke gibt es die besonders dünnen, besonders reißfesten. Das ist deine Antwort? Das ist meine Antwort. So machst du mir Hoffnung. Wenn du zu Ende denkst, wirst du mich verstehen. Damit verschwand er wieder und ließ mich sitzen. Zu Ende denken, zu Ende denken. Immer musste er das letzte Wort haben. Das Dumme ist nur, dass er recht hatte. Wenn ich die gesammelten Hinweise meines gesammelten Lebens zu Ende dachte, blieb nur ein Satz übrig. Liebe und tu, was du willst. Tu, was du willst. Diesen Satz hatte er mir zum ersten Mal vor vielen Jahren gesagt, als er mir auf einer Landstraße erschienen war. Einfach so leuchtete da eine Gestalt vor mir und ich wusste sofort, das ist mein Schutzengel. Ohne jeden Zweifel war das so und diese Klarheit, die ich in diesem Augenblick hatte, benutzte er und gab mir den wichtigsten Satz mit, den ich je gehört hatte. Liebe und tu, was du willst. Ich bin jetzt viele Jahre älter und an dieser Aufforderung hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, sie wird täglich stärker. Sie wird in dem Maße stärker, in dem ich darauf komme, was ich will und was ich nicht will. Ich will mein Leben in Wahrheit und Freiheit führen. Ich will mich nicht belügen und von meiner Erkenntnis abbringen lassen, dass es keinen anderen Menschen gibt als mich selbst, der dafür verantwortlich ist, ob ich glücklich bin oder nicht. Ich bin meinen Weg voll Zärtlichkeit und Vorsicht gegangen und habe das Schönste erlebt, was es geben kann. Die gleichberechtigte Liebe zu einem anderen Menschen, ohne Angst und ohne Zwang und ohne tötende Routine. Es hat nur 2 Tage gedauert und trotzdem ein Echo in mein Leben gesetzt, das mich bis zu meinem Tod begleiten wird. Das ist das Gute an der Situation. Ich habe gelernt, wer ich bin und ich habe gelernt, mit mir zu leben, ohne Masken zu tragen. Was kann es für ein besseres Ergebnis geben als das? Es war dunkel geworden und der Mond stand groß und rund über der Stadt. Ich saß da und blickte hinauf. Eine große Wolke schob sich langsam über die runde, helle Scheibe und sie sah tatsächlich aus wie ein großes Schiff mit vollen Segeln. Wenn man Augen hat zu sehen, dann sieht man eben, sagte ich zu dem Kellner, nachdem ich gezahlt hatte und ließ ihn erstaunt zurück. Ich wanderte an das Ufer des Flusses und sah hinauf zu dem Schiff. Heute bin ich bereit, sagte ich leise vor mich hin. Heute bin ich bereit. Ich blieb noch eine Weile stehen und ging dann langsam unter den Bäumen, die am Ufer standen, nach Hause. Nach ein paar Schritten kam mir ein Mann entgegen. Er hatte einen schönen Gang und im Vorübergehen sah ich ein Leuchten in seinen Augen. Als ich eben im Halbdunkel eines Baumes an ihm vorbei wollte, hörte ich seine Stimme. »Bist du wirklich bereit?« Ich blieb stehen und sah zu dem Mann hinüber. Er kam näher und dann erkannte ich ihn. »Guten Abend.« Er blieb vor mir stehen und sah mich an. Lange standen wir so, und er las in meinen Augen die Geschichte der letzten 7 Jahre. Ich dachte, du kommst nie wieder. Es ist das erste Mal seit Hunderten von Jahren. Warum? Die Frist ist um. Du hast mich ein zweites Mal gerufen. Ja, das habe ich. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Dann werden wir jetzt gehen. Ja, lass uns gehen.
Er nahm mein Gesicht in seine Hände und wir küssten uns lange und ohne Hast. Dann legte er seinen Arm um mich und wir flogen hinauf zu dem Schiff, das hoch oben vor dem Mond auf uns wartete. Wir standen nebeneinander an der Reling und er hatte seinen Arm um mich gelegt. Ich sah, wie der Anker gelichtet wurde und der Wind in die blutroten Segel strömte. Ganz langsam nahmen wir Fahrt auf und fuhren auf und davon und weit, weit, weit hinein in alle, alle Ewigkeit. Und dann steht da nicht Ende, sondern Anfang. Vielen Dank für dein Lauschen. Meine Adventsgeschichte, die so gar nicht adventlich war. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Und ich wünsche dir noch eine ganz, ganz schöne, sinnliche Zeit. Alles Liebe von mir.